Hallo, hallo, hallo. Hallöchen. Ich bin der Floppy. Und ich bin die Floppine. Haha. Veräppelt. Oh, das war so schlecht. Das war so schlecht. Ja, komm. So, wir haben noch einen schönen Einstieg gehabt jetzt. Hallo, ihr lieben Leute. Ja, wir sind jetzt auch viel entspannter, denn wir haben endlich Männern besiegt. Ja, deshalb sind wir auch ein bisschen crazy. Habe ich jetzt den Match oder muss ich den nochmal? Ah, ich muss alles nochmal holen. Ja. War nicht ja noch irgendwas in seinem dummen Schreibtisch? Da können wir jetzt ein bisschen mehr Zeit lassen, uns zu gucken. Ja, wir können uns jetzt alles nehmen, was uns irgendwie interessant vorkommt. Einfach Zeit. Ohne irgendwie. Gefühltens hat es schon ganz schön lange gedauert, bis wir alles hatten. Guck mal, es sind 2 Stunden gewesen, eher, ne? Wir waren schon lahm. 2:19. Wir waren schon lahm, oder? Finde ich jetzt eigentlich nicht. Nee. Okay. Aber wir haben uns halt. Wir hetzen uns nicht, wir haben Spaß. Wir haben Spaß, ne? Wir sind keine Speedrunner, wir sind so gemütliche Let's Player. Genau. Kuschelis. Kuschelis. Ja, ich bin sehr kuschelig, das kann jeder bezeugen. Ich glaube, wir haben wirklich keinen Match mehr. Nee. Kann ich die immer noch nicht mal benutzen? Guck nochmal in alle Räume, nimm mal alles mit, jetzt kannst du ja alles looten. Ja, da war doch nichts mehr. Also er wollte nichts mitnehmen mehr. Nee. Okay. Darf ich kurz noch Matsch holen gehen? Wir brauchen auf jeden Fall nämlich noch Matsch. Okay. Weil, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, müssen wir alle Zaubersprüche gemacht haben. Guck mal, sein Gemälde ist weg. Ah, ist mir noch nie aufgefallen, stimmt. Krass, ey. Das Gemälde hat uns ja auch mal beobachtet und beleidigt. Ja. Benutze Mappe. Dahin. Das ist ja alles Cola Mau an. Ja, die sind lecker. Cola ist nicht meine Geschmacksrichtung. Ich mag die so, die fruchtigen. Hm. Ich nehme mir nur einen. Heute Abend gibt es den einen großen Lind-Osterhasen mit Baileys. Ja, wir haben uns so Lind-Osterhasen geholt. Nee, nicht geholt, haben wir geschenkt bekommen. Genau. Und wir hatten schon nach Weihnachten uns die Lind-Weihnachtsmänner geholt, oben ein bisschen Kopf abgebissen und die mit Baileys gefüllt und dann Strohhalm rein. Gott, hab ich. Und ja. Nom nom. You pull out your magic map. Du ziehst eine magische Mappe raus. Karte. I'm the map. Map heißt Karte! Ich glaube, es geht sogar noch länger, das Lied. Mhm. Das hat meine liebe Nichte Jenny immer geguckt. Dora the Explorer. Und die Backyardigans. Ach ja. Meine Nichte Jenny ist schon süß. Sie ist 6 Jahre alt. Immer. Seit. Wie alt ist sie jetzt? Seit 14 Jahren ist sie 6 Jahre alt. Ja, ja. Und wird auch nie älter werden für mich. So. Ich muss gerade echt überlegen, wie alt sie jetzt ist. In meinem Kopf war so 6. Maximal 8. Ja, ich bin persistent. Nochmal. Upon closer examination of the contents of the desk, you find a letter. You remove it and take it with you. Guck mal. Nach genauerer Untersuchung des Schreibtischs findest du einen Brief. Lies ihn mir vor, mein Engel. Du kannst doch lesen. Ein Brief, der an Manannan adressiert ist. Du bist nicht sicher, wer ihn schrieb. Oder ob du das herausfinden willst. Doch. Benutze es mal mit der Hand. Mein lieber Manannan, es schmerzt mich zu lernen, dass du kein Wort mehr von deiner Schwester Hergatha gehört hast. Wir können nur hoffen, dass es ihr gut geht irgendwo. Wem, to do as she pleases, whomever she pleases. Zu tun, was ihr gefällt, wem auch immer sie gefällt. Meine eigene Schwester geht es gut. Danke, dass du fragst. Sie mochte dich mal, bevor du diesen langen Bart dir wachsen gelassen hast. Und besteht darauf, dass du damals ein junger, attraktiver Mann warst? Kann ich mir nur vorstellen. Ja.
Hat dein, ist dein Diener, Sklave genauso gut wie der letzte? Du nimmst sie dir randomly, ist das certainly? Oder ist das... Du wählst sie dir ja sicher aus. Ja. Oder nicht? Ja. Es gibt Gerüchte, dass der Vater dir gesagt hat, der sehr wohl genau gesagt hat, wer der neueste Sklave sein soll. Welch seltene Ehre. Ich bin etwas neidisch. Dann aber auch, nennst du sie immer wieder Quiddien? Also was kommt schon drauf an, wo die, was macht schon, wo sie herkommen, ne? Und alles endet an ihrem 18. Geburtstag. Du bist so ein Pathet. Poet. Poetik. Also auch. You are such a poetic dear. Du bist so ein Poet, mein Lieber. Das war my own darling boy. Also mein eigenes Schnuckelchen. Darling boy ist doch eher sowas, ne? Mein eigener lieber kleiner Junge spielt seine Rolle gut. Er spielt seine Rolle als königlicher Sohn gut. Oh, as a loyal superbly. Man könnte denken, er war es schon sein ganzes Leben. Also wurden wir ausgetauscht. There seems to be more written on the other side of the letter. Da steht mehr auf der anderen Seite des Briefes. Wenn es um den Glauben geht, dann ist meine Antwort wie immer: Wir müssen tun, was wir können, um die Ungläubigen davor zu bewahren. Oder für den großen Tag vorzubereiten. Meine Rolle ist es, ich habe die Pläne gemacht, das Reich von meinen Feinden zu säubern. Sie ist so vorhersehbar und augenscheinlich unschuldig, dass sie eine einfache Beute für mich wird. Aha. Die Zeit wird bald kommen, Bruder Menen, und unser langes Warten hat ein Ende. Möge ein rasches Ende denen nahen, die sich gegen uns gegenüberstellen. Trust. Wir vertrauen auf Fadi. PS. Solltest keine Katzen mehr im Haus halten. Steeds make much better pets. What's in Steeds? Ah ja, Pferde sind viel bessere Haustiere. Ja, Wunderbärchen. Dann, sie wurden ja wohl ausgetauscht, ne? So klingt es zumindest. Ja, den find ich da. Den Wizard's Magic Wand. Dann sprechen wir noch unsere anderen zwei Zaubersprüche, dann müssen wir da irgendwie weg. Man kommt, glaube ich, über... You're not sure, but it could be a chart. Then again, perhaps not. A chart? Könnte eine Karte sein? Ich weiß nicht, was chart bedeutet. Du hast dein Handy mal bei dir. Ich wollte nicht, so wie ich. Guck doch mal einfach auf dein Handy, was chart ist. Hab ich das dabei? Hast du eigentlich immer dabei? Hast du recht. Denk okay. Dran, jetzt gleich nicht runterfallen. Floppy, wir wissen, was Short ist. Einen Moment, ich gehe gleich weiter. Ganz vorsichtig. Ich spreche ja vorher noch. Grafische Darstellung, Zahlenreihe. Also es könnte eine richtige Map sein, aber vielleicht auch nicht. Ja? Jo. Oh, wir haben ja eine Musik. Das fühlt sich so gut an. Jetzt geht's nicht mehr auf Zeit. Das ist so schön. Wunderbärchen. Mein neues Lieblingswort heute, Wunderbärchen. So, dann fehlt uns noch. Das haben wir gemacht. Mhm. Das brauchen wir noch, ne? Mhm. Brauchst du nicht erstmal noch den Matsch? Den habe ich schon. Den habe ich vorhin genommen, hast du gar nicht mitbekommen. Nee, scheinbar nicht. Cut the cactus with a knife. Kaktus. Kaktusse. Wo ist denn der Kaktus? Hast du es schon gemacht? Ah, das ist der da, oder?
Ja, hast du schon gemacht. Schon gemacht. Dann, aber irgendeiner fehlt uns noch. Ich glaube zwei sogar. Der Sturm. Stimmt, der Sturm und irgendwas anderes. Und noch was, ne? Braue einen Sturm. Put one cup of ocean water into the bowl. Geh nochmal durch, was uns sonst noch fehlt. Was haben wir? Die tiefer Schlaf. Und Teleportation, ne? Ja, das haben wir gemacht. Mit dem Steinsche. Sicher? Das hat doch nicht funktioniert. Dachte ich. Kannst du nochmal, schau mal in Stein. Also das haben wir auf jeden Fall gemacht, ja? Mhm. Okay, ich mache jetzt mal erst den Sturm. One cup of ocean water in the bowl. You pour the cup of ocean water. Dann light charcoal brazier. You light the charcoal brazier. So, und da stellen wir jetzt das Wasser drauf. Als wenn man dir so zuhört, würde man nicht denken, dass du jeden Tag auf Arbeit Englisch redest. Das macht aber auch dann so Spaß, das extra falsch auszusprechen. Ich finde das herrlich. Aber okay, ich kann das auch nochmal machen. Es tut mir leid. Ich mache mir Spaß alles draus. Alles gut. Es macht Spaß. Okay, also ich habe das langsam zum Erhitzen gebracht. Jetzt kommt da unser Ex-Rinat. Matsch rein. Bei Freilicht. Matsch. Hinein. Dann eine Kleinigkeit vom Toadstool Powder. Was ist denn Toadstool? Ist das Krötenkacke? Ich weiß es nicht. The cream colored toadstool powder is finely textured. You add the toadstool powder. You save the empty. Okay. Add a pinch of toaster powder, blow into the hot brew. Also pusten müssen wir jetzt. Mhm. Mit dem Mund. Ist es schon heiß? Ja, aber ich soll ja pusten. Okay. Warte. Aber, Moment. Ich speichere. Trank. Weil da steht, puste rein. Wählen wir den Mund aus am besten, oder? Ja, das ist halt die Frage jetzt. Nee, ich will den Mund auswählen, weil wir das anders ja benutzen. Probier's mal den Mund. Ja, aber dann kann ich ja nicht in die Tasche munden, weißt du? Hm. Muss ich den hinstellen vielleicht? Nein. You shouldn't try making. Trank. Also, Receipt, blow into the hot brew. Wie soll ich das denn machen? Das hat dir keiner. Ich hab den Hut wieder auf, Leute, ne? Nur, dass ihr es Bescheid wisst. Ich probiere mein Bestes. Mit Spitzenhut? Ja. Aha, so geht's. Und dann reciten wir. Du rezitierst den Zauberspruch, einen Sturm brauen. Von der Natur, die ich dich nenne, der Macht von Land und See. Mein Gebräu ist gestört? Steht so, ist gerührt. Gerührt. Alle sollen gewarnt sein. Die Macht des ankommenden Sturmes. Ja, wave the magic wand over the brew. So. Wir wutschen und wedeln wieder über dem Gebräu. You wave the magic wand over the bowl. Dann pour the storm brew into the jar. Okay, jetzt füllen wir unser Gebräu in das Glas. Pour the storm brew into the empty, the charcoal brazier burns out. Okay, heißt es, da ist jetzt fertig auch? Mhm. Zum Aktivieren, Finger umrühren und dann nochmal das sagen. Okay. Dann, ich meine, der tiefe Schlaf hinten ist noch. Ja. Also drei. Und das mit dem Stein wahrscheinlich, oder? Ich glaube. Sollen wir einmal speichern hier? Ja, ja. Safe. So, die drei Eicheln. Zermörsern.
You grind the acorns into a fine powder. You carefully scoop the acorn powder out of the mortar. Okay, haben wir. Dann kommt das Puder vom Ahorn in eine Schüssel und dann kommt das Nightshade in einem Becher hinzu. Das Puder in die Schüssel. Ein Becher Nachtschattensaft. Da oben ist der Becher. Ein Becher? Ist das der Nachtschatten? Ja. Nur um nochmal sicher zu gehen. Nicht, dass ich jetzt hier was anderes. Okay, ist drin. Stir the mixture with a spoon. Einmal umrühren. Mit dem Löffel. You carefully stir the contents of the bowl. Und dann zünden wir den Brenner nochmal an, bringen das zum Erhitzen, nehmen es runter und dann müssen wir es auf den Tisch geben. Okay. You light the charcoal brazier. You place the bowl on the charcoal brazier. You wait until the nightshade juice is almost gone. A damp, powdery substance remains behind in the bowl. Du wartest, bis nur noch eine dunkle, puderige Substanz zurückbleibt. Und dann muss man das auf den Tisch verteilen. Das ist hier das. Und jetzt? Ich wollte das nochmal lesen. Soll man warten, bis es trocken ist und dann den Satz aufsagen? The sleeping powder dries on the wizard's table. Okay, dann können wir das rezitieren, ne? With trepidation, you prepare to recite the causing a deep sleep. Der tiefe Schlaf. Acorn, nightshade, together Ahorn, Nachtschatten, gut gemixt. Concoction, damit der tiefe Schlaf gelingt. Von Plätzen, von Orten. Von wenig Licht. Bringst du ihnen eine lange gute Nacht. Wave the magic wand over the powder and put the powder in the pouch. Gut, wutschen und wedeln. Hat der Spitzhut doch geholfen? Manchmal. You wave the magic wand over the powder. Und dann machen wir den Puder in unser Täschelchen, was wir gekauft haben. You carefully scoop up the powder from the table. With steady hands, you put the sleeping powder into the empty pouch. You now Sehr schön. Magical powder that will put anyone in the vicinity. Du hast jetzt magisches Puder in deinem Beutelchen, das jeden in den Schlaf füllen wird. Sehr schön. Speichern. Dann fehlt nur noch das mit dem Steinchen, ich oder? Ich würde sagen, der Stein fehlt uns noch. Ich glaube nicht, dass wir das schon gemacht haben. Wir wollten das mal anfangen. Das war das hier, ne? Salz zermörsern und dann Misselzweig hinein auch noch. Dann den Stein drin wälzen. Okay, und dann den Stein probieren wir mal. Nee, ich glaube nicht, dass wir den Stein schon geknutscht haben. Das ist das Salz, ne? Löffelchen Salz. Irgendwas war das. Sicher? Ja. Okay, wenn du sagst. Ein Löffel. You mentioned one spoonful of salt and pour it into the mortar. Gut. Dann. The dried sprig of mist. Ja. Musst du nicht erst das Salz fein malen? You grind the salt with the pestle. Genau. Das ist so schlau. Nee, ich erinnere mich nur. Grind it. Rub one smooth. No. Grind one sprig of dried mistletoe. Auch noch. Also Mistelzweig auch noch rein und dann noch mal wieder. Verrühren, genau. The sprig of mistletoe in the mortar. Mörsern? Grind the mistletoe with the pestle. Und dann kommt der Stein, ne? Lies nochmal nach. Rub one smooth stone of unusual color in the mixture. Und dann sollen wir den küssen. Take the stone in the mixture. Okay. Knutschen? Ja, aber wie? So? Oder so?
So nett. Nee, so nicht. You shouldn't try making up your... Ach, Floppinchen. Ich hab doch den Hut auf. Ach, Floppinchen. Floppinchen, Floppinchen, Floppinchen. Ja. Löffel. Salz. Ach, weil ich es schon drin hatte, ne? Ja, ich habe zu schnell geklickt. Er sagte, du misst einen ab und machst es rein. Ich war zu schnell. Geduld, Floppy. Geduld. Okay. Also. Ein Löffel Salz. Rühren. Davon. Da rein. Mhm. Rühren. Dann. Steinchen. Richtig? Mhm. Okay. Safe. Der soll den küssen. Das finde ich schwierig. Okay. You gently kiss the stone. Okay, ich habe geküsst. Kiss the stone. Receipt. With trepidation, you prepare to recite the teleportation at random incantation. My kiss so tender, I now give. So mein Kuss so sanft, den gebe ich. Als hätte ich noch eine Chance zu leben. Suche einen Platz. Von wenig Stress. Ja. Wenn mein sanfter Stein ich liebkose. Ja. Wave the magic wand. Okay. Dann müssen wir jetzt einmal gut schon wedeln. Genau. Da hast du einen Teleportationsstein. Wutschen und wählen. Dann haben wir jetzt alle Zaubersprüche aus diesem Buch, ja? Ja. Wir haben unseren Stein, wir haben unser Fliegetrank, wir haben den Sturm und wir haben den Schlaftrank, ne? Mhm. Und dieses Puder, was unsichtbar... Nee, das ist der Schlafpuder. Mhm. Ah, das andere war jetzt ein Unsichtbarkeitsgel. Okay. Speichern. Okay. Weiß nicht. Ich glaube, hier kann man sonst nichts machen in dem Gebäude. Jetzt könnte man nur noch mal gucken, ob wir wirklich diese Karte von der Wand nehmen können, oder? Weil er meinte doch eben, es könnte eine Karte sein. Oder auch nicht. Keine Ahnung. Aber wahrscheinlich müssen wir dann ja irgendwie hier weg, oder? Versuch's mal zu nehmen. Ein Fluss mit Inseln in der Mitte. Wo ist das mit dem Messer? Das ist ein Messer. Nein, geht nicht. Hm. Mutschen und wedeln? The chart is firmly attached. Okay, keine Ahnung. Question. Hm? Haben wir noch irgendwas in diesem wunderschönen Haus zu machen? Sonst würde ich es in der Stadt probieren und gucken, ob da ein Schiff kommt. Okay. Soll ich nochmal speichern? Ja. Okay. Wir benutzen die Karte. Und wir begeben uns in die Stadt, ne? Mhm. Und dann gehen wir an den Steg. Vielleicht sind da inzwischen Seemänner oder so. Das ist ein Schiff. Ja. Und die warten bestimmt nur auf Wind. Auf uns. Hatten die nicht irgendwie gesagt, dass es keinen Wind gibt, um von der Insel wegzugehen? Ach, wegzukommen oder so? Irgendwas war doch da. Da müssen wir einen Wind machen einfach. Der Seemann, der das Schiff bewacht,
schaut uns mit komischen Augenblicken an. Er mustert uns eingehend. Freundlich sprichst du den Sailormann an. Den. Hör auf zu jammern, mein Junge! Ich hab keine Zeit für dich. Ich muss Leute fernhalten von unserem Boot. Ja. Das war der falsche Dialekt. Du bleibst dran und redest weiter mit dem Wache, mit der Wache. Ich warne dich, mein Junge. Ich hab ne schnelle Schwerthand. Besser gehst du weg. Oder ich kann mich nicht davon abhalten, dich zu durchlöchern mit meinem Schwert. Ach, das war wieder der falsche Akzent. Mann, du gehst immer wieder weg. Ja. Du startest nordisch, aber dann wird's irgendwie anascht. Ja, anders da. Soll ich da als Fliege drauf fliegen? Du kannst ihm Geld anbieten. Warum sollte ich denn? Also, soll ich dem jetzt wirklich Geld anbieten? Haben wir alle nochmal kurz zur Revue, bevor ich da jetzt irgendeinen Scheiß mache. Haben wir alles, was wir auf dieser Insel brauchen? Ja, ne? Wir haben wirklich alle Zaubersprüche gemacht. Ja, das haben wir. Okay. Das heißt, wir können einfach weg. Ich weiß nicht, ob haben wir irgendwas vergessen auf der Insel? In der Wüste noch irgendwas oder sonst weh oder was? Sag mal, vielleicht, weißt du was? Bevor wir jetzt uns mit dem anlegen, gehen wir nochmal in die Taverne. Vielleicht ist da der Captain oder so. Das kann sein. Und der lässt sich dann wahrscheinlich bezahlen. Ja, wahrscheinlich. Oder so. Das ist uns ja egal. Der will dann 3,50. Wir wollen ja nur weg. Das war hier, ne? 3,50. Ah ja, guck mal. Die sehen ein bisschen aus wie so Monkey Island Piraten. So, die schauen dich an. Trinken ihren Rum. Einer, der wie der Captain aussieht. Sprich zu dir. Ei, mein junger Mann. Warum kommst du denn her? Was hast du denn vor? Wenn du Gold hast, dann können wir was machen. Zeig mal, was du hast. Und von wem rennst du weg? Soll ich mir jetzt mein Gold geben? Ja, gib ihm ein bisschen Gold. Ja, der schnappt dir aus der Hand. Ja, ich sehe, du hast schon ein bisschen Gold dabei. Nicht schlecht, nicht schlecht. Das ist gut genug für eine Passage weg von hier. Warte du auf dem Schiff auf mich. Wir warten auf dich am Steg, aber nicht lange. Ui, es fängt gerade an zu stürmen. Ja. Also jetzt nicht im Spiel, sondern so bei uns. Ist gerade sehr laut tatsächlich. Ich habe erst gedacht, das wären die Klepperkinder, aber es ist ein bisschen zu spät an. Das ist ja schon vorbei. Achso, ja, hier gehen Klepperkinder. Kannst du mal erklären, was Kleppern ist? Für Kleppern, die nicht in dieser Region Deutschlands wohnen. Hey, Captain hat gesagt, du kannst an Bord, na los geht's. In der Osterzeit, also von Karfreitag an bis Ostersamstagabend, wird bei uns nicht läuten keine Kirchenglocken. Stattdessen gehen die Kinder und haben dann solche schönen Instrumente, die laut klappern und Geräusche machen. Was stand da gerade? Hab ich nicht gesehen, ich habe mit den Kindern geredet. Wir segeln übers Schiffmeer. Also, lass mich mal vorstellen, ich bin Captain Bloodlet. Dein Gastgeber. Oder das, was auch immer dich erinnern wirst von dieser Fahrt, ne? Schöne Flagge, ne? Ihr seid Piraten! Ja klar, was hast denn du gedacht? Setzt Kurs auf die Insel! Oi, Kevin! Oh, das ist schon besser, das war jetzt nicht sächsisch. Was, jetzt sind wir jetzt hier unten drunter unter Deck? Ja, eingesperrt. Haben wir unsere Sachen noch? Nein. Nee. Das ist ja Wunderbärchen. Weißt du, was mir gerade auffällt? Ein Timer ist trotzdem immer noch da. Ja, aber das ist ja nur unsere Spielzeit. Oder nicht? Ja, nicht, dass jetzt wieder so ein Scheiß ist, von wegen der Captain geht schlafen. Glaube ich nicht. Nicht erreichbar für uns, die Leiter.
Was ist das? Eine Kiste. Die nehmen wir. Und bringen die da hinten hin. Damit wir da drankommen. Oder? Probier's aus. Das klingt voll logisch. Warum kann ich das nicht? Der sagt, ich kann nichts benutzen. Warum kann ich das nicht? Ah. Ach, Gwydion, jetzt. Alexander, meine ich. Such mal mit Hand. Ah, jetzt klickt er da drauf. Ein bisschen schwer vom Begriff, der Gute. So. Da ist das Captain's Quartier. Speichere am besten mal. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns eventuell in der nächsten Folge wieder, oder? Eventuell? Ja, also nee. Wir sehen uns ganz bestimmt wieder. Genau, nicht nur eventuell. Also ja. Ihr kommt nicht zur nächsten Folge. Aber wir machen Cut. Ja. Und denkt dran. Liken und abonnieren und uns eine Kontovollmacht überlassen. Lieb haben. Ja, denn wir haben euch auch lieb. Jawohl. Tschö. Tschüssi.